Hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.26 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist der letzte Handelstag in dieser Woche, Donnerstag, der 14.04.2022. Und wir bereiten uns mit einem Big Number Trade auf der 14.207 vor. Machen den als Pending Order und dann schauen wir, ob der Kurs dort reinläuft. Wir haben heute Morgen ein Gap von gestern Abend direkt hier bei 14.100. Deswegen mache ich das mal grün als Zielmarke. Dann haben wir die 50er Marke. Die ist dann in dem Bereich hier. So. Als Zielmarke unten herum und oben herum haben wir hier den Bereich, da machen wir die Zielmarke dorthin. So, wir blicken mal auf den gestrigen Blue Box Tag. Abends gab es kleine Boxen, aber uns interessiert ja während der Wettkampfzeit. Und da haben wir hier 22er Box direkt mit dem ersten in den Gewinn gelaufen. Die Obwohler Boxen, ja, hier mit dem Template, wo wir auch die Unterstützung und Widerstände haben. Die Wohler Box wird voraussichtlich reinkommen. So, muss ich erstmal da finden. Voraussichtlich bei 14.223. Das würde eigentlich von hier aus sehr cool passen mit dem Abstand. Gucken wir mal, wie der Markt da reinkommt. Und dann gehen wir einmal jetzt in die Marktübersicht. Fangen unten an bei Bitcoin. So, Bitcoin. Und hier nochmal der Hinweis, 10:05 Uhr heute Market Roundup im Live-Trading-Raum mit Pascal heute. Market Roundup Krypto heute. In diesem Raum hier. Zickzack-Linie holen wir uns rein. Daily sind wir plus minus 0. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten Short. Nach Bitcoin kommt jetzt der Dow Jones. So, Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Long. Also da ist die Richtung klar aktuell, Richtung Norden. Gehen wir mal im S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also auch mehr Long als Short. Nasdaq, Technologiebörse. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Long. 4 Stunden Long, 30 Long, 30 Short, Entschuldigung, 15 Short und 5 auch. Also hier holt er ein bisschen Luft. Und gucken wir uns den DAX 40 an. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long mit einem Gap, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Also Tendenz heute eher auch Richtung Long. So, 28 Sekunden bis zum Start. Wir haben jetzt ein MTX-Vormarsch. Es muss aber ein bisschen Dynamik reinkommen. Das ist durchaus denkbar, dass wir hier
in den letzten Sekunden da nicht reinkommt. 3, 2, 1 und los geht's. Die nächsten 5 Minuten sind unsere denn. So, ihr seht, die nächsten 5 Minuten Kerzen gehören uns. Das ist noch ziemlich lange und wir sind in ein, ihr seht es hier, Big Number Trade. Nummer 1 und im Nummer 2 gehen wir auf angepasst. Sehr volatil heute. So, wenn es auf 3 geht, gehen wir auch auf angepasst. Da ist erstmal Daily Pivot die Zielmarke. Jetzt Nummer 3. Daily Pivot. So, dann haben wir die Vola-Box hier. Aktivieren wir auch. Sehr gut. So, es ist 9 Uhr. Und wir sind schon im vierten Trade, also aufpassen, aufpassen, aufpassen hier. Vierte Trade innerhalb der jetzt kurzen Zeit. Sehr volatil, gerade die erste Kerze. Mal auf MTX. Das Retracement hier ist zu groß. So, gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel. Box. Wir gucken uns das mal an hier. Befindet sich bei dem Niveau von 14.122. So, 92 ist dann unser, liegt die nächste Order bereit. Und wir sind jetzt im fünften. Gestrichelte Linie ist unten. Ja, das war schon hier ein Hafengeräusch, was noch gar kein Hafengeräusch ist. Also siebter Trade. Wir sehen die Linie, dort liegt unser Gewinnziel. Angepasst. Daily Pivot. Da wollen wir hin. Zumindest dort unter die gestrichelte Linie. Fokus darauf jetzt. Wir sind bei 87. Wir haben Tagestiefs jetzt erreicht. Insgesamt haben wir jetzt eine Trading Range von 98 Punkten. Wir sehen 14.100 aktuell ein Level, wo gefightet wird. Unten raus will er nicht. Rollerbox sind wir noch nicht reingekommen. Wir sehen es hier bei MTX. Sehen wir, wir haben eine rote Kerze. Sieht eher nach Abwärtstendenz aus hier. Zur Markteröffnung. Aber Druck kommt hier auch nicht richtig rein. So, Trade Nummer 8. Big Number. Jetzt muss die Rakete nach oben laufen.
Wir nehmen das Schloss raus. 13, 14 gehandelt. Tendenz ja heute eher nach oben, so wie wir es vorhin gesehen haben. MTX zeigt Richtung Süden. Wir sind oberhalb des Daily Pivots. Neunte Trade. So, jetzt hat es uns erwischt an dem Eröffnungstrade und auch bei der Big Number. Und was ist hier passiert? Die Markteröffnung um 9 Uhr, ihr seht es hier, war so extrem schnell, dass wir hier in den vierten Trade so schnell reingelaufen sind und der Markt, wir sehen es hier, reingeschaukelt ist. Einmal hier und einmal oben. Und hier seht man wieder, was wir auch gestern in den Schulungen gemacht haben, fünfter Trade stoppen. Ja, ist mit großem Abstand die sicherste Variante, denn wir haben denn hier, wenn wir den fünften Trade stoppen, nicht diesen großen Verlust, den man jetzt hinnimmt. Wir haben hier einen maximalen Verlust hier eingestellt bei 8%, auch wenn der Trade jetzt in Tritt in den Gewinn läuft nach unten. Ja, wir sehen, der Markt dümpelt hier auf der Big Number. Ja, wir haben Gap Close hier und ihr seht, der Markt geht hier wieder zurück. Und die Big Number ist die schwächste Form unserer Boxen, auch wenn wir die gerne morgens immer mit rein traden. Sehen wir hier auch der nächste Trade. 13 Punkte hätte nicht gereicht. Und der Markt hat den Stecker gezogen.
So 9:20 Uhr und der Markt bewegt sich hier nicht. Fürs Protokoll, es wäre dann der 11. Trade. Der 11. Trade ist bei dem Big Number Trade hier in den Gewinn gelaufen. 17,25, 15 braucht man. So bei einer 15er Box. Ist los dort an dem Level. Ja, der eine oder andere wahrscheinlich bis zum 11. durchgezogen. Also 10. Trade, 11. Trade, Big Number Trade. Halt mir fest, ein Tag am 14. 4. und an dem EZB-Tag. Nach dem Der Markt Traden geht ist jetzt wieder vor dem nach oben. Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht.